wie man einsteigt, aufsteigt und die Karriere macht, die man sich wünscht. Das sind natürlich persönliche Vorstellungen und Entscheidungen. Wie jemand gemeinsam mit Anders gewachsen ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Für mich ist Ambition die Motivation, Ziele zu erreichen. Es treibt dich voran, es steigert deine Leistung. Ich wollte natürlich dahin, wo ich jetzt bin. Ich bin als Consultant eingestiegen. Damals war für mich das Ziel, erstmal so viel wie möglich zu lernen, mich weiterzuentwickeln. Tatsächlich habe ich jetzt in meiner 6-jährigen Zeit sehr viele verschiedene Unternehmen schon kennengelernt, begleitet und eben beraten. Restrukturierung ist Teamsport, weil man alleine nicht gewinnen kann. Wenn wir als Team nicht an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten, werden wir unsere Projekte, wie sie gestaltet sind, nicht zum Erfolg bringen können. Man muss Durchhaltevermögen aufweisen, positiv denken, kooperativ sein und man muss auch leistungsbereit sein, um für den Mandanten letztendlich den Erfolg herbeiführen zu können. Bei uns werden halbjährlich die Beförderungsrunden durchgeführt. Jeder, der es möchte, hat die Möglichkeit und die Perspektive, sich entsprechend dann über die verschiedenen Stufen bis zum Partner zu entwickeln. Was hier vielleicht an unserer Teamkultur hervorzuheben ist, dass keine Ellbogenkultur besteht und man sich die Entwicklungsschritte auch nicht anneidet, sondern sich auch für die Teamkollegen entsprechend freut. In den nächsten Jahren erwarte ich mir, dass ich weiterhin viele spannende und lehrreiche Projekte begleiten werde und damit dann jetzt als nächstes mich zum Direktor bei uns entwickle. Ich selbst bin dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, mich dahin zu entwickeln, wo ich bin. Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich auf dem Weg gesammelt habe. Ich bin dankbar für das Team und unsere Führungskräfte, die mich auf dem Weg begleitet haben und auch für viele kleine Situationen, die wir gemeinsam haben. Schnitt! Eine sehr inspirierende Geschichte, finde ich. Aber natürlich nicht die einzige, die sich bei uns abgespielt hat. Vielleicht erzählst du ja schon die nächste. Wenn du weitere Informationen über Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten, Sabbaticals, Homeoffice-Lösungen und so weiter erfahren möchtest, schau einfach mal auf unsere Karriere-Website.